Okay, das war nur der Büffel, der sich gewehrt hat. Sind noch zwei Spawner übrig. Elend schnell wie ein Pfeil. Ja. Wohin soll ich gehen? Elend Segen. So, dann brauchen wir jetzt erstmal mehr Heilerin. Und ich würde sagen, dann auch noch 5 mehr Windschützen. Wir werden angegriffen! Die Linien müssen halten! Runenkrieger, zu mir! So. Befehlt! Befehl! Los, Schwestern! Was soll ich schnell tun? Schnell wie ein Pfeil! Okay, wir sind die Trolle losgeworden schon mal. Das ist gut. Ich höre. Befehlt! Was soll ich tun? Elends Segen! Ja, ich gehe. So, wieder loswerden. Dann können wir unsere Truppen hierhin bewegen. Oder am besten langsam den Pass rauf bewegen. Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Die Linien müssen halten! Tja, ich sehe Mondsilber. Ich sehe allerdings leider kein Eisen. Doch, da ist ein bisschen Eisen. Okay. Ich gehe. Wir sind in Gefahr. Mein Bogen für die Rune. Seid auf der Hut. Wohin soll ich gehen? Es sind zu viele. Mein Bogen für die Rune. Ich höre. Los, Schwestern. Ja. So, da kommst du angelatscht. Gut. Oh, da kommt wieder ein feindlicher Angriff. Geht weg. So, dann nehme ich erstmal dich in Besitz und hole unsere Helden. Lasst uns anfangen. Was steht an? Ja, wir brauchen erst einen Steinbruch und dann eine Mine. Und dann können wir vielleicht noch eine Schmiede errichten. Ich höre. Ich höre. Ja. Mein Bogen für die Rune. Ja. Ja.
Ja, und das Ausbilden wird gerade sehr langsam. Was passiert, wenn ich meinen Avatar sage, er soll dem Titanen folgen? Wenn ich meinen Truppen sage, sie sollen ihm folgen, dann greifen sie, beschützen sie den Titan ja auch. Was praktisch ist. Ich hätte das wirklich öfter mal benutzen sollen. Die Rune ruft. Die Rune befiehlt. Ja. Mein Avatar, der macht nichts. Fort, fort mit euch. Wohin soll ich gehen? Fort, fort mit euch. Er kriegt aber schon ein bisschen gruselig, mein Titan. Oh, da wäre ein Grund, warum ich noch Segnung skillen sollte. Wegen dem Anti-Untoten-Zauber. Ja. Seht! Ein Mensch naht von Westen her! Öffnet das Tor! Ihr hättet es erstmal geschlossen lassen sollen. Ich höre. Was steht an? Kleinigkeit. So, ihr errichtet mir hier einen Steinbruch. Questbuch wurde aktualisiert. Grenzkrieg. Sprecht mit Urias. Urias kennt die Düsterlande wie kein Zweiter. Er wird wissen, was es mit den Hokan und den Angriffen der Untoten auf sich hat. Ja, schön und gut. Wir wollen aber erst einmal die Gruft zerstören. Dann gucken nach der anderen Gruft. Ja. Bereit. Und los. Mir nach. Oh. Sie kreisen uns ein. Befehlt. Wie man sieht, sieht man verdammt viele Gegner. Die sind aber zum Glück auf der anderen Seite, so wie es aussieht. Ja. Also von dem Plateau aus. Sie kreisen uns ein! Auf meinen Befehl! Was steht da mal? So, eine Mine. Ob ich Stein brauche, ist die eine Sache. Bräuchte Eisen. Ja, hier wäre nochmal ein. Die Diener der Nacht sind hier. Was?
Hier, sofort! Und ja, es klingt wirklich gruselig, wenn er redet. Auf meinen Befehl. Zur Ehre Aonies. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Haben sie eigentlich auch gleich die Tür hier aufgemacht? Nein. Sie sind überall. Vorsicht, Gegner. Schlagt sie zurück. Angriff. Standhalten, Männer. Oh, hier wäre schön viel Eis. Feindlicher Angriff! Das ist ein Hinterhalt! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Na, noch ist der Runenslot nicht belegbar. Stehe bereit! Auf mein Kommando. Und los! Dann gehen wir uns hier unten mal umgucken noch. Was steht an? So, du kannst eine Schmiede errichten von mir aus. Eine meiner leichtesten Übungen. Ja, von da kommen sie. Sofort. Also müssen wir noch das Lager da platt machen. Und los. Dann haben wir auf der Seite, glaube ich, Ruhe, weil alles andere müsste durch die Festung kommen. Ja, weil hier ist überall abgekapselt. Also, wenn, dann müsste es durch die Festung kommen und durch die Festung kommt es nicht. Zur Ehre Aonies. Geht weg! Fort, fort, ich mit höre euch! Schon unterwegs! So. Sehr viele Händler, Leute, Truhen, da ist Urias. Oh, da ist sogar... Wohin soll ich gehen? Ich gehe. Angriff! Die Diener der Nacht sind hier. Da war sogar wieder mal ein Sensenmann. Wehrt euch, Schwestern! Was? Ja. Elend Segen! So, mit dem Eisen können wir jetzt in unserer Eisenhütte die beiden Forschungen machen. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ja. Folgt mir. So. Sofort. Das Gebäude ist fertig. Können wir hier eigentlich was forschen? Ja, Tatsache. Krieger erhält Fähigkeit des Umschlags, der alle Feinde um ihn herum trifft. Aber dafür bräuchten wir auch Mondsilber. Mondsilber können wir leider nicht einfach so abbauen. Also wir können nicht einfach Arbeiter sagen, da baut Mondsilber ab.
Was haben wir eigentlich der Wanderin? Ah. Ein Eisdolch, Eisschild und Eismagie-Resistenz für die Wanderin. Wenn, dann würde ich jetzt aber hier eher Hüterinnen erschaffen. Sobald wir genug Eisen haben.